Ja, do not da. Throw? Did I throw? Ja, okay. Der Chef raucht hier noch eine. Warte mal, raucht hier drinne? Nee, er hat nur die Hand da drin. Okay, Chef, ich nehme heute die Undercover-Route und den Rest machen Sie, ne? Ich muss los. Die Pflicht ruft. Zack. Und? Ja, komm, lass gut sein. Ja, das war eine relativ lange Ansage und euch wünsche ich einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von LSPD FR. Für gewöhnlich wäre ich jetzt eigentlich Helikopter geflogen, aber ich habe mal auf dem Dach nachgeguckt, da steht gar keiner. Von daher machen wir das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit davor vorhatte. Auch ein toller Wortspiel-Zusammenschluss, ihr wisst schon. Auf jeden Fall wollte ich mit dem FBI-Auto, mit unserem Franklin, undercover mal durch die Straßen von Los Santos ziehen. Und es kommt gerade der Einsatz rein, dass eine Polizeistation von uns attackiert wird. Und das könnte doch etwas spannender werden. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe den Einsatz auch noch nicht gemacht. Deswegen kann ich euch nicht sagen, wie das funktioniert und wie es dann abläuft. To the SWAT-Team. Okay, wo ist denn unser SWAT-Team? Da stehen die Kollegen. So, was brauchen wir denn? Was nehmen wir denn für eine Waffe? Nehmen wir die hier? Ja, die hat einen Schalldämpfer. Toll. Brauchen wir nicht. Mikro-MP. Ich glaube, nehmen wir mal die hier. Und dann würde ich sagen, dass wir mit dem SWAT-Team reinmarschieren, ne? Astronaut. Bitte was? Bitte was? Ich weiß gar nicht. Können wir hier vielleicht auf dem Dach? Nee, kommen wir. Wir marschieren mit denen rein. Gut. Jungs, auf geht's. Jungs. Fickt euch. Ihr Dreckspisser da hinten. Wie sind die eigentlich gekleidet? Wer greift denn auf dem Wege eine Polizeistation an, hä? Kann mir das mal einer verraten? Ich glaube, die wollen mich verarschen, wollen die mich. Ach du Scheiße. Ah, das sind einige. Ich weiß nicht, ob ich jemanden getroffen habe. Okay, ich glaube, wir haben alle hier. Oh, hier liegt eine verwundete Polizistin. Wir haben sie gerade geheilt. Ich habe keine Ahnung, wie wir haben sie gerade geheilt. Das weiß ich nicht. Haben wir jetzt alle? So, wir haben den Einsatz erfolgreich beendet. Ich würde sagen, wir könnten theoretisch, Kollege, aufstehen. Es ist vorbei. Gut. Waffen haben wir auch aufgesammelt. Wir können den Einsatz eigentlich beenden. Moment. Nein. Hier. So, würde ich sagen, jetzt kommt die ganze Aufräumarbeit. Okay, unsere Karre steht da hinten noch. Ach, scheiße. Wie viel haben wir denn? Reichen? Reichen drei? Ich hoffe doch einfach mal. Vor allen Dingen hoffe ich, dass die unsere Kollegen retten können. Ansonsten. Ja, ansonsten werden die wahrscheinlich sterben. Oder sind vermutlich schon gestorben. Ich hole mal die Karre her. Ich finde es ja vor allen Dingen lustig, dass unsere Kollegen, das SWAT-Team,
dass sie einfach abgehauen sind. Ach, natürlich. Weißt du was? Die schaffen das schon. Ich kümmere mich mal um den dringenderen Einsatz da oben. Ist die Frage, warte mal, hier hoch, ne? Ja. Wahrscheinlich ist das die Abfahrt, wie ich mich kenne. Und ich fahre gerade die Abfahrt hoch. Na, oder? Nee, ist doch eine Auffahrt. Tatsache. Ich habe diesmal keinen Fehler begangen. Das finde ich schön. Finde ich schön. Freut mich. Für gewöhnlich mache ich nämlich immer total die groben Schnitzer. Und mache dann so einen dämlichen Fehler, dass ich irgendwie auf einer Auffahrt... von der Auffahrt runterfahre? Nee, doch. Ja, doch. Und auf einer Abfahrt hochfahre. Auf einer Autobahn. Und dann irgendwie von oben kommt dann ein LKW mit Benzin geladen, kommt er mir entgegen. Ich krache voll rein und beides explodiert und alle sind fröhlich. Das ist so eigentlich der Standard, der mir immer passiert. Und ich bin eigentlich gerade mal froh, dass ich mal die richtige Auffahrt genommen habe. Also wirklich eine Auffahrt. Fick dich! Das ist doch unglaublich hier. Das ist doch unglaublich. Die bilden auch keine Gasse, ne? Ja, er hier schon, aber ihmchen hier vorne nicht. Vollidioten. Vollidioten. Macht Platz. Alter, und der da vorne, der rast ohne Ende. Der rast ohne Ende. Was ich dachte eben gerade, okay, gut. Wir können ja den Einsatz da hinten noch in Klammern richtig fertig machen und halt mit Krankenwagen und Corona alles abtransportieren. Aber anscheinend gar nicht. Ich meine, guck mal, wie der rast. Da kommst du ja nicht hinterher. Warte mal, der ist runtergefahren. Der ist unten, ja. So, ich glaube, es könnte lustig... Oh, fuck. Nee, da halte ich Abstand. Da halte ich Abstand. Da habe ich keinen Nerv drauf gerade. Tut mir leid. Da können sich die Kollegen drum kümmern. Wisst ihr das? New SWAT-Team. Ich mache auch gleich mal eine Straßensperre. So, gerade mal auf die Karte gucken. Wir machen jetzt nämlich mal eine Straßensperre. Man sieht hier hinten kommt die Verstärkung, die ist ein bisschen verstreut leider, das waren die standardmäßig dabei waren. Die habe ich gerade gerufen und wir machen mal hier vorne eine Straßensperre, würde ich sagen. Ist natürlich die Frage, welche wir machen. Ich würde mal sagen, wir machen mal eine Heavy. Ja, oh fuck it. Entschuldigung, ich musste mal ein bisschen in Deckung. Das war mir gerade zu unsicher. So, einer schon mal tot. Andere wurde verhaftet anscheinend. Ja gut, der ließ sich nie verhaften. Also, was willst du denn da machen? Ruhe, Ruhe! Jetzt lass das nicht eskalieren, lass das jetzt nicht eskalieren. Boah, ey. So, die ist weg. Die stört dann auch nicht mehr. Da würde ich sagen, hier ist nicht mehr wirklich die große Möglichkeit, da irgendwas zu retten. Deswegen würde ich sagen, Corona direkt. Aber komm, wir können noch mal, einmal können wir vielleicht noch mit dem Krankenwagen versuchen. Alter. Ja, da kann er jetzt mal gerade die Leiche nachgucken. Da wird er aber nicht viel finden. Und es ist geschmiert. Es ist abgeschmiert. Scheiße. Ey, nach 9 Minuten, da kannst du doch... Na gut, okay. Problem ist, jetzt hänge ich hier drinnen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Warp into last vehicle können wir machen. Dann hätte sich das Problem hier erledigt bezüglich der, dass ich da drin hänge. So, und dann machen wir folgendes. Das Problem ist, das hängt jetzt da hinten drinnen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Jetzt haben wir da so einen Terroranschlag, den ich eigentlich machen wollte. Aber jetzt hängen die natürlich alle da drinnen. Ich weiß gar nicht. Also,
ich vermute, dass die nicht verschwinden, wenn ich jetzt hier einfach das Plugin wieder lade. Und dann folgendes mache. Ne, die verschwinden leider nicht. Aber ich könnte ja mal folgendes probieren. Ne, geht auch nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber wir könnten mal folgendes machen. Wir könnten natürlich jetzt alles beseitigen. Ne? So ist ja nur nicht. Aber verschwinden tun die davon natürlich auch nicht. Wir könnten die vielleicht abtransportieren lassen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und hier können wir ein bisschen aufräumen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Vielleicht kriege ich ja die ganzen fehlerhaften Symbole alle weg. Ach nee, wisst ihr was? Hier, leck mich am Arsch. Ich ignoriere die ganze Geschichte und fahre einfach weiter. Für die nächste Folge, dann wenn ich den Folgenumbruch mache, da lade ich die ganze Scheiße nochmal neu und dann kann die mir gerne mal am Arsch vorbeigehen. Ey. Hallo. Ich will in meine Karre rein. Geht's noch? Pff. So viel dazu. Ja, so läuft das übrigens die ganze Zeit ab. Wenn ich hier eine Aufnahme starte, dann gehe ich halt auf das normale Laden, dann lädt sich halt das Spiel, die ganzen Plugins werden geladen. Oft gehe ich dann halt zum Police Department, da gibt es auch einen Befehl, go to PD. Dann wären wir dann theoretisch direkt da hinten. Ey, jetzt sag nicht, wir haben die Akku von dem Helikopter auf uns gezogen. Sein Ernst? Ey, weißt du was? Ich mache jetzt mal folgendes, warte mal. Nämlich eigentlich. Warte mal, das war doch hier so. Ja, geht. Das geht. So, ich kann nämlich auf jedes Fahrzeug, auf jede Person, kann ich eine Verfolgungsjagd anzetteln, wenn ich möchte. Aber er haut ab. Die arme Wurst. Haut er ab? Haut der einfach. Wollen wir ihn ziehen lassen? Ach komm. Komm, lassen wir ihn. Ist mir ja egal. Er kann gerne abhauen. Er hatte zwar eben gerade Aggression auf uns, aber wenn er damit nicht leben kann, dass er dann vielleicht verhört wird und gefragt wird, warum, dann komm, lassen wir ihn. Soll mir recht sein. Ist mir auch momentan relativ wurscht. So, reparieren können wir trotzdem mal. Was machen die Kollegen denn hier? Auch ein bisschen durcheinander. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, es sind natürlich da hinten die ganzen Symbole auf der Karte, ne? Wenn ich das Spiel jetzt neu laden würde, wären die natürlich weg. Aber das Problem ist, dann müsste ich natürlich die Folge beenden. Und es dauert ein paar Minütchen, deswegen, ja, mache ich lieber dann bei der neuen Folge. Momentan hat es ja keine Not und drängt ja nicht. Nicht wirklich. Ich denke, wenn wir jetzt hier am Arsch der Welt nochmal patrouillieren und da ein paar Aufträge annehmen, dann sollte das auch kein Problem sein, dann stören die da hinten ja auch mehr oder weniger nicht, von daher. Natürlich, wenn die jetzt die KI abhalten und irgendwelche Probleme bei der Verfolgungsjagd verursachen, dann müsste ich vielleicht das schon mal überdenken und müsste vielleicht schon mal laden. Aber, naja. Da mache ich mir dann Gedanken drum, wenn es soweit ist. Oder wenn GTA abschmiert. Alter. Fick doch die Henne an. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich lade mal schnell GTA wieder neu. Dann sind auch die ganzen lästigen Symbole weg und ja, bis dann. Macht's gut und dranbleiben. Und damit euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Ich bin ja jetzt wieder aus dem Ladebildschirm und aus der ganzen Geschichte generell mit dem Laden. Bin ich wieder erschienen, um weiterzumachen. Das hat ein bisschen gedauert. Aber wie gesagt, oh, der Motor brennt noch. Doch brennt neu. Das Licht brennt noch unter Motor ist nah an, das wollte ich sagen. Ich weiß nicht, warum es abgeschmiert ist. Ich habe jetzt auch noch nicht ins Crashlog reingeguckt. Ist mir auch relativ Wurst. Es ist auf jeden Fall abgeschmiert. Wir haben ja auch ein paar Kleinigkeiten da zu verursachen. Mit zu verantworten, Entschuldigung. Und naja. Gut, haben wir hier irgendwelche Probleme? Nee, ist alles anscheinend friedlich. Das ist doch schön. I met this girl last night.
Ihnen noch einen schönen Tag. Verantwortungsbewusst trinken. Diese Verrückten. Na gut, auf jeden Fall dachte ich mir halt nochmal, ich hätte die Folge theoretisch beenden können, aber ich habe mir gedacht, nee, mach's noch ein bisschen weiter. Hallo? Polizeieinsatz? Schon mal davon gehört? Fahren wir nicht hinten rein? Oh, oh. Ja. Ich habe den Offroad-Modus eingestellt, dann darf ich das. So, weißt du was? Ich versuche den festzunehmen, wenn es sich nicht anbietet, dann wird halt... Hat der noch Raketenwerfer? Hat der noch Raketenwerfer? Ja, 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 ja. Mein Freund, mein Freund. Nein, was machst du denn? Franklin, nicht E drücken. So, mein Kollege, einfach nur anhalten. Wir legen den Raketenwerfer auf den Boden und ergeben uns richtig, genau. Leg den Raketenwerfer weg. Junge. Das ist ein Feierabend, ne? Feierabend, das ist klar. Das ist für mich ein bisschen mehr als eine Feierabend. Das ist für mich so eine Art Bum-Bum-Feierabend. Das ist ein Explosive. Ne? Böse Feierabend. Weißt du, ich fahr da hin, denk mir nichts Böses. Ey, der hätte sich einmal umdrehen müssen und dann, ja, hätte mich abknallen können. Und, ja, hat er aber nicht gemacht. Besoffener. Auf dem Flugfeld. Ist ja super. Klasse. Da steht er perfekt. Wenn ein Titan vorbeikommt, dann wird's echt lustig. Theoretisch könnten wir ihnchen. Ey, was ist denn heute hier los? Was ist denn hier zum Fick heute los? Hier klappt ja gerade gar nichts mehr. Ich würde sagen, wir brechen das Ganze mal an der Stelle ab. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ey, fragt mich nicht, was hier heute los ist. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie klappt es heute gar nicht. Naja, macht's gut und ciao.